ich die an. Ich persönlich. Aber man marschiert auch nicht mit solchen Arten. Ach, man marschiert auch nicht. Ich marschiere. Wenn die Fies nicht mitlaufen, das stört, Leute, auch auf mir nicht. Ruhe. Ihr macht Leute, jetzt, ey, ist gut. Ihr redet jetzt nicht. Die wollten mit mir reden. Hallo. Lass das mal sein. Nee, ich stehe dazu. Und ihr könnt mich verbindlich nehmen. Ich würde euch auch schützen. Ihr seid für mich auch wichtige Menschen. Ich möchte... Ja, da musst du nicht weg. Ich bin selbst Opa. Und ich habe Enkel, die werden auch älter. Die armen Enkel, die haben mir richtig leid. Die armen Enkel, die haben einen guten Opa. Der kümmert sich. Danke. Nee, aber ich will euch nicht angreifen und ich wünsche euch trotzdem, weil mein Herz ist offen. Ich hasse euch nicht. Ich habe auch keine negative Energie, die ich euch entgegenbringen will. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft in dieser Welt. Und da musst du nicht dazwischen quatschen. Du kannst dich mit mir unterhalten. Aber ansonsten wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Wie ich gesagt habe. Und jetzt noch ein Thema, da spreche ich was an, was hier in Leipzig schon längere Zeit brodelt. Am Montag findet hier auch irgendwo immer ein Spaziergang statt. Immer öfter hat den der Herr Volker Beiser angemeldet. Der Volker Beiser ist im November 2020 in Leipzig aufgetaucht, kommt aus Bad Kreuznach, hat eine NPD-Geschichte und ja, es gibt noch andere Dinge, die da unklar sind. Was ich dort sagen möchte, ich hatte letzte Woche einen Anruf einer aufgeregten Frau, die hat mich gefragt, was da nun eigentlich los wäre. Sie sind in den Aufsichtsrat und sie wäre angegriffen worden, dass sie beim Nazi mit demonstriert. Da sage ich, im Einzelfall muss das jeder für sich entscheiden. Ich habe mir viele Reden oder einige Reden von Herrn Volker Beiser angehört, die er hier bei den Veranstaltungen ablässt. Es ist für den normalen Bürger, der hier seinen Protest ausdrücken will, nicht ersichtlich, dass das jetzt ein Rechter oder was das auch immer sein soll, also ein menschenverachtender Mensch sein soll. Das ist so. Das ist seine Tarnung oder ist, wie er ist. Vielleicht hat er auch richtig richtig das Problem erkannt und will was Gutes tun. Ich bin definitiv anderer Meinung. Aber was ich sagen möchte, wenn jemand im persönlichen Umfeld dadurch Probleme bekommt, dann sollte er wissen, mit wem er dort geht. Bei mir wird immer reingeschrieben, wenn die gegen mich hetzen, der ehemalige NVA-Offizier. Ja, sage ich, das bin ich auch. Aber ich bin auch Bundeswehroffizier gewesen und zwar länger als NVA-Offizier. Und dazu stehe ich auch, auch wenn man mich dort als Wendehals bezeichnen kann. Wer da Fragen und Probleme hat, ich stelle mich jederzeit einer Diskussion. Ich stelle mich meiner Geschichte. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch noch eine Alternative am Montag in der City geben. Man muss dort gucken. Aber ich will niemanden vom Herrn Beiser wegreißen. Ich will bloß sensibilisieren und im Prinzip Fürsorge walten lassen. Gut, dann möchte ich jetzt hier erstmal die Sache nicht beenden, sondern ich möchte, dass wir jetzt einen Aufzug machen. Es gibt noch eine Ansage. Ja, ich möchte noch was zu der Versammlung am Montag sagen. Sie möchte noch was zur... Folgendes, ich war bisher bei den Montagsdemos dabei und es wurde dann nicht zu irgendwelchen Ideologien aufgerufen oder zu Ungehorsam aufgerufen. Ich weiß aber, unter welchem Licht das läuft und auch kenne auch die Vergangenheit vom Volker. Ich habe am Montag die Versammlung angemeldet, jetzt diesen Montag. Mein Herz schlägt links. Ich setze mich stark für meine irakischen und rumänischen Nachbarn ein. Ich unterstütze die in allen Lebenssituationen. Ich habe eine Ukraine, aus dem Kaukasusgebirge bei ihrer Erziehung von ihren Kindern geholfen. Über ein Jahr habe ich dort Ersatzoma gemacht. Ich habe mich bis vor kurzem in einem linken Projekt ehrenamtlich engagiert. Ich bin gegen Ausgrenzung und Diskriminierung und ich distanziere mich von Nazi-Parolen und rechten Gedankengut. Und ich möchte einfach
auch die Montagsdemo, die überall in verschiedenen Orten stattfindet, jetzt gehen sie schon nach Engelsdorf, Paunsdorf, was weiß ich, dass die einfach in der Innenstadt interessant wird, dass da einfach ein anderes Publikum mitläuft. Ja, danke schön. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich denke, wir brauchen hier in der Innenstadt auch Präsenz und wir müssen Gesicht zeigen und dort die Möglichkeiten nutzen, die wir auch haben. Jetzt habe ich, bevor wir loslaufen, wir haben hier noch ein großes Transparent, ansonsten fahren wir das mit der Karre mit. Und wir haben hier noch ein paar Schilder, wer dort noch was möchte. Mir wäre es wichtig, dass das Transparent vorne wegläuft. Da brauchen wir 4 Leute, die das mal vielleicht mittragen.